Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Filmkritik. Ich habe endlich Suicide Squad gesehen, bin dafür extra in die Preview, um den Film wirklich so früh wie möglich zu sehen. Habe sogar meinen Urlaub nach hinten verschoben und ja, ich konnte ihn endlich sehen. Es war ein sehr schöner und auch sehr besonderer Abend und bleibt einfach dran, Leute. Bleibt einfach bis zum Ende des Videos, weil da wartet eine kleine Überraschung auf euch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Kritik. Los geht's! I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Okay, ganz kurz, um was geht's? Amanda Waller stellt ein kleines, feines Team zusammen, das nennt sie Task Force X, beziehungsweise eben Suicide Squad. Da packt diese nette Frau einfach alle möglichen Kriminellen rein, die sie so in Belrief aufschnappen kann. Die werden alle reingeschmissen und dann auf eine ganz besondere Mission geschickt. Und diese Mission ist absolut top. Secret. Davon darf niemand was erfahren, niemand darf wissen, dass diese Task Force X überhaupt existiert. Und ja, das Schöne an Kriminellen ist, die haben gar keine andere Wahl, die kriegen hinten eine Nanobombe rein und müssen machen, was Amanda Waller sagt. Wenn sie es nicht machen, tot. Ich bin ja wirklich als Fan in diesen Film gegangen. Ich habe unzählige Suicide Squad Comics gelesen, ganz viele Comics gelesen mit diesen ganzen Charakteren. Auch jetzt zum Beispiel den Animationsfilm Assault on Arkham angeschaut und so weiter. Also ich kenne diese ganzen Charaktere und ich mag die unfassbar gern. Ich mag dieses ganze Batman-Universum. Also jeder, der so mit Batman zu tun hat, ist für mich persönlich in diesem Universum drin. Und ich liebe dieses Düstere, dieses Irre, dieses Abgefuckte. Ich sag's jetzt einfach mal so. Das finde ich super interessant. Und so bin ich in den Film. Aber natürlich habe ich im Hinterkopf die ganzen Kritiker, die einfach gesagt haben, der Film ist schlecht, das ist scheiße, irgendwie eine 40 auf Metacritic, noch schlechter auf Rotten Tomatoes. Also so bin ich in diesem Film. Ich hatte auch die Gedanken im Hinterkopf. Und wenn ihr so im Film seid, dann sucht ihr natürlich viel, viel schneller nach den Fehlern, als letztendlich nach dem Guten. Aber ich hatte zu keiner Sekunde Langeweile. Ich hatte Spaß und ich fand den Film einfach geil. Das Beste an dem Film waren für mich definitiv die ganzen Charaktere, die so unfassbar gut umgesetzt wurden. Und die werde ich jetzt einfach mal alle ganz kurz durchgehen. El Diablo, gespielt von Jay Hernandez, hat mir richtig gut gefallen. Der Schauspieler hat einen echt guten Job gemacht, so wie eigentlich alle Schauspieler in diesem Film. Also es ist nicht einfach nur der Typ, der Feuer spucken kann und das war's. Er ist viel tiefer. Er ist dieser Typ, der ja irgendwie so einen Glauben hat. Der ist so mystisch, der hat so Triebe in sich. Und das ist einfach faszinierend und das ist genauso wie in den Comics und ja, genauso muss es sein. Richtig gut gemacht von Jay Hernandez. Katana, gespielt von Karen Fukuhara. Sehr, sehr badass, sehr, sehr cool. Redet auch viel Japanisch, was ich auch verdammt cool fand, aber hatte in dem Film leider nicht so viel zu tun. Aber ist ja auch okay. Ich meine, bei so einem Film mit so vielen Charakteren musst du dich auf ein paar konzentrieren, weil sonst wird das viel zu überladen. Und das haben sie ganz gut gemacht, diese Balance. Aber Katana will ich wiedersehen. Amanda Waller, gespielt von Viola Davis. Ich habe diese Frau in dem Film einfach nur gehasst. Ich hasse sie auch in den Comics. Ich hasse sie überall. Und wenn die Schauspielerin Viola Davis das so rüberbringt, hat sie ihren Job richtig gut gemacht. Sie ist diese, ja, die ist eigentlich böse, aber macht irgendwie was für die Guten. Sie ist so genau an der Grenze. Sie nutzt irgendwie diese ganzen Schlupflöcher, um ihr Ding durchzuziehen. Sie ist asozial. Sie ist einfach unsympathisch und du willst nichts mit dieser Frau zu tun haben. Rick Flag von Joel Kinnaman, auf den habe ich mich eigentlich gar nicht gefreut. Ich dachte, das wird so ein 0815 Kommandant-Soldat, der die Leute so von A nach B schickt, irgendwie Gruppe B Deckung, Gruppe A schießt und so einer, der einfach nur rumkommandiert und super langweilig ist. Aber in diesem Film war er richtig interessant und ich fand Rick Flag in diesem Film fast besser als seine letzten Auftritte in den Comics. Also ich fand das ganz überraschend und seine Performance war gut, hat mich emotional berührt. Guter Job von Joel Kinnaman. Captain Boomerang, gespielt von Jay Courtney, ist super unterhaltsam, sehr, sehr lustig, hat viele gute Szenen, aber das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist so dieses Asoziale, weil Captain Boomerang ist einfach ein Vollidiot. Er ist ein Typ, der Boomerangs wirft und die kommen dann wieder zurück und damit killt er seine Leute. Und in den Comics da und auch in Assault on Arkham zum Beispiel wird er von allen eigentlich gehasst und er ist der Typ, den du nicht in deiner Gruppe haben willst. Aber in diesem Film war er eigentlich so der Nette. Das fand ich ein bisschen schade. Er könnte ruhig ein bisschen dümmer sein. Sorry, mate. Looks like that one took a bad bounce. Killer Croc, gespielt von, jetzt kommt's, oh Gott, Eddie Whale, Akinwaye,
Akbaye. Ich hoffe, ich habe den Namen einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, 10-mal durchgelesen. Aber Killer Croc auch leider nur ganz, ganz selten zu sehen. Ich finde aber sein Make-up grandios. Das ist so cool gemacht. Nichts mit CGI. Wirklich praktische Effekte. Ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, wenige Szenen. Ist auch nicht so brutal, wie ich ihn gern hätte. Er ist so ein bisschen... Er ist auch sehr nett. Alle sind sehr nett. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, zu dem wir später nochmal kommen. Enchantress, gespielt von Cara Delevingne. Leider der langweiligste Charakter im Film. Und das liegt gar nicht unbedingt an Cara Delevingne selbst. Sie ist zwar nicht die beste Schauspielerin, aber das, was ihr da gegeben wird am Material, ist so wenig, dass sie mir fast ein bisschen leid tut. Sie hat wirklich das meiste rausgeholt. Sie hat versucht, aus diesem Charakter mehr rauszuholen, aber sie ist leider ziemlich uninteressant und ja, einfach nur, sie sieht cool aus. Sieht cool aus und sieht auch sehr schön aus. Wenn wir schon bei schön sind, Harley Quinn, gespielt von Margot Robbie. Unfassbar. Ich fand sie ganz, ganz stark. Hat einen großen Part in dem Film, zusammen mit Will Smith als Deadshot, zu dem ich jetzt gleich komme. Aber sie macht das so gut. Alle Seiten von Harley hat sie gut dargestellt. Also dieses Naive, dieses Kindische, dieses Verrückte natürlich auch, dieses Bekloppte, dieses... Ja, mit Joker verliebt und so weiter. Diese ganzen Facetten, die dieser Charakter hat, alle Sachen, die den Charakter so interessant machen, hat Margot Robbie in dieser Zeit rübergebracht. Das war nicht viel Zeit, aber es war genug Zeit, um mehr Harley sehen zu wollen. Ich will mehr Harley Quinn. Deadshot, gespielt von Will Smith. Da war ich auch sehr, sehr skeptisch, weil Will Smith ist ja eigentlich immer dafür bekannt, so der Held zu sein und nicht der Schurk. Er ist immer sympathisch, nett und so weiter. Aber Deadshot hat er genau richtig gemacht. Er hat die Balance zwischen sympathisch und böse gefunden und genau getroffen, weil Deadshot ist von allen Suicide Squad Mitgliedern einfach der menschlichste, der nicht komplett durch ist und auch der, zu dem man am ehesten noch einen Bezug aufbauen kann, und das hat er genau richtig gemacht. Fast hätte ich einen vergessen, Leute. Slipknot, gespielt von Adam Beach. Ja, der kann gut mit Seilen umgehen, habe ich gehört. Das Kommen wir zum letzten Charakter, und das ist der Joker, gespielt von Jared Leto, und ich liebe diesen Joker. Er ist so neu, er ist so unverbraucht, er ist eine ganz, ganz originelle Interpretation, die sich so ein bisschen am New 52 Joker orientiert, aber ganz, ganz viel Eigenes dazu bringt. Er ist unberechenbar, crazy, bisschen Gangster, Killer, einfach alles. Er ist so interessant und ich will viel, viel mehr von ihm im Batman-Solo-Film sehen. Also Leute, ihr merkt schon, die Charaktere haben mir richtig viel Spaß gemacht. Also ich fand das einfach, ich hätte mir die den ganzen Tag anschauen können. War so cool. Aber natürlich haben die Kritiker auch bei ein paar Punkten recht und über die werden wir jetzt mal ganz kurz reden. Die größte Schwäche des Films ist für mich gar nicht unbedingt die Story, sondern die fehlende Gruppendynamik. Die Gruppe in dem Film, der ganze Squad ist eigentlich relativ nett, also sie verstehen sich alle untereinander ziemlich gut und das sorgt halt dafür, dass da nicht so viel passiert auf dem Weg zum Ziel. In allen guten Suicide Squad Comics ist immer der Weg das Ziel, weil die Grundstory ist immer gleich. Das Team wird gegründet und dann, keine Ahnung, tötet den, holt das. Das ist die Mission, los geht's. Aber auf dem Weg dorthin, da das alles Bekloppte sind und Killer sind, kann es natürlich immer wieder passieren, dass da manche Bullshit machen, dass da manche sich gegenseitig irgendwie angreifen, nicht verstehen und so weiter. Und das fehlt in dem Film leider fast komplett. Also sie sind eigentlich alle ziemlich nette Freunde so, und das fand ich sehr, sehr schade, weil dadurch fehlt die Spannung, also dass irgendwie immer was passieren könnte. Es ist leider gar nicht da. Was ich auch noch vermisst habe an dem Film, ist die Brutalität aus den Comics. Das ist auch eine Sache, die den Suicide Squad einfach ausmacht, weil das sind halt Killer. Das sind Bekloppte und die kämpfen da auch ein bisschen um ihr Leben und das kommt in dem Film gar nicht rüber. Es wird nie eklig, es wird nie irgendwie mal so, dass da so richtig eindeutig Blut spritzt. Es ist immer... Ja, für den FSK 16 Film sehr, sehr harmlos. Apropos Action, die ist leider auch nicht so gut. Also die erste Action-Szene ist noch ziemlich badass und dann wiederholt sich das Ganze, dieselben Gegner und so weiter. Immer wieder dasselbe, sieht langweilig aus und ich hau jetzt hier mal eine kleine Vermutung raus. Ich glaube, dass genau das die Reshoots waren. Da hat sich Warner Brothers gedacht, okay, die Leute wollen mehr Action, also nehmen wir die erste Action-Szene und machen sie fast 1:1 an einem anderen Ort. Und dann, ja, streichen wir Dialoge raus oder keine Ahnung, Joker-Szene am besten, streichen wir die raus, das ist eine gute Idee. Aber trotz alledem hatte ich richtig Spaß. Ich kann absolut verstehen, wenn Leute da ins Kino gehen, die diese Charaktere nicht kennen und die sich dann so ein bisschen verloren fühlen. Weil es sind sehr viele Charaktere in einem relativ kleinen Film und natürlich ist es dann schwer, eine emotionale Bindung zu einem Charakter aufzubauen und dann achtet man halt auch mehr auf die Story. Aber jetzt für mich als Fan, und ich bewerte diesen Film jetzt, aber für mich hat das wunderbar funktioniert. Der Humor war auch geil, der Soundtrack war geil, auch wenn es manchmal wirkte wie ein Musikvideo, trotzdem geil. Der Look war cool, also von dem Film sehr düster, und eine Sache, die jetzt gar nicht so direkt mit dem Film zu tun hat,
aber die ich einfach, ja, lobenswert finde, ist das Ganze drumherum, das Art-Design des Films, das Marketing, dass im Trailer nicht mal der Schurke gespoilert wird, das alles drumherum ist so einzigartig. Also wenn ihr euch die Poster anschaut, das Logo allein und diese ganzen Schriften und so weiter, das sind Sachen, über die sich Leute viele Gedanken gemacht haben und die echt gut und einzigartig geworden sind. Bevor es jetzt zur Bewertung geht, kleiner Hinweis an meine Abonnenten, die nächsten Wochen werden keine Videos kommen. Ich bin im Urlaub. Und naja, da kann ich halt nichts machen. Das Wer ist Joker-Video ist noch in Arbeit. Keine Sorge, es ist... Boah, es ist verdammt viel Arbeit. Aber ja. Also Leute, kommen wir zur Bewertung. Suicide Squad hat wieder viele Sachen falsch gemacht. Viele Sachen unnötigerweise falsch gemacht. Hat keinen konsequenten Ton. Da wurde wieder irgendwas auf dem letzten Drücker von irgendwem geändert, weil irgendwer Angst hatte. Wie immer halt bei den DC-Filmen. Was sehr schade ist. Aber alles in allem fand ich die Charaktere so geil, dass sie für mich den ganzen Film getragen haben und so interessant gemacht haben. Und deswegen gebe ich dem Film ein... Forgive me for my wrongs, I have just begun.